Im Spessart hat Greenpeace ein Waldcamp errichtet. Jeden Morgen machen sich von dort aus Greenpeace-Aktivisten auf die Suche nach Buchen und Eichen, die älter als 140 Jahre sind. Mit Hilfe moderner GPS-Geräte erfassen sie die Standorte der alten Bäume, um sie später an einer Waldkarte einzuzeichnen. So wissen die Aktivisten, wo sich besonders wertvoller Baumbestand befindet, der unbedingt geschützt werden muss. Alte, unberührte Buchen- und Laubwälder sind nämlich wichtig zum Schutz der Artenvielfalt. In ihnen krabbeln, fliegen und leben viel mehr Tiere und Pflanzen als in sauber angelegten Nadelwäldern oder in Wäldern, die ständig durchforstet werden. Auch für den Klimaschutz sind die alten Wälder enorm wichtig. Deswegen fordert Greenpeace, dass endlich umgesetzt wird, was die deutsche Regierung schon vor 5 Jahren beschlossen hat, 10% der öffentlichen Wälder in Deutschland als Urwald von morgen unter Schutz zu stellen. Bis die Schutzgebiete feststehen, sagt Greenpeace, dürfen keine Bäume abgeholzt werden, die älter als 140 Jahre sind.